Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Dream. Ein Spiel, das uns laut Beschreibung auf Steam in den Geist von Howard Phillips versetzt, der eine Obsession gegenüber seinen eigenen Träumen entwickelt hat. Und wir werden Welten betreten, voller Geheimnisse, Rätsel und Horror. Yay! Das klingt irgendwie wie 90% aller Spiele, die ich bisher let's played habe, aber lasst mich uns überraschen. Los geht's! Dunkelheit. Helligkeit. Würfel. Mehr Würfel. Immer noch ganz, ganz viele Würfel. Hyperslough präsentiert. Dream. Okay, ich vermute, wir träumen gerade. Ich hoffe, wir träumen gerade. Und wir schlafen. Oh, that same dream again. I should really turn the TV off and go to bed. Okay, wir sind in unserem Haus. Oder wir sind ein sehr, sehr müder Einbrecher. Was ist jetzt? Und wir sollen den Fernseher ausmachen. Er hat sich angesehen. Das ist doch dann eine DVD oder Blu-ray. Egal. Well, that's another program you never finished, Howard. Ja, aber wenn's... Egal. Ein Schachbrett, das er wahrscheinlich noch nie angefasst hat. Ist das ein Beagle? Ein Wauwau. Und ein Schmetterling. Ein Schmetterbeagle sozusagen. Ein Brief. Ein Testament. Das ist das Testament von Edward Phillips. Und wir sind sein Neffe, also ist er unser Onkel. Und das Testament sagt Folgendes aus. Und zwar bekommen wir... Was bekommen wir? Verdammt, was bekommen wir? Unser Onkel war Autor und wir erhalten sämtliche Einnahmen der Bücher auch in Zukunft. Und die gesamten Rechte an allen veröffentlichten und unveröffentlichten Werken von ihm. Und sein Anwesen. Ist das das Haus, wo wir gerade sind? Das könnte natürlich sein. Was haben wir hier? Preise. Preise für Schreiben. Okay, das ist ganz sicher das Haus unseres Onkels, das wir jetzt bewohnen. Scheint ziemlich erfolgreich gewesen zu sein. Fantasy. Unabhängiges Schreiben. Okay. Alkohol, ganz, ganz wichtig. Ein Klavier. Okay, wir sind großartig darin, das Klavier zu betätigen. Enjoy, thank you. Komm schon raus! Good beer. It's all in the name. Kochen für einen. Wer ist der Typ da oben? Okay, ich vermute mal, wir sind Single. Das hier ist ein Single-Haushalt. Was haben wir hier noch mehr? Bier? Ash Ale. Gemacht für Männer. Ist das Gandalf? Wizard Pizza. Du bekommst... Kein Stück! Ja. Es ist kurz vor Mitternacht oder kurz nach halb Mitternacht. Halb Mitternacht, was? Seltsame Teller. Draußen scheint es ja ziemlich
zu regnen eigentlich nicht. Die Soundkulisse lügt. Ja, ich glaube, es ist besser, wir machen das Licht aus. Junge, nimm doch mal deine Post. An Edward Phillips. Auch ihn? Wissen die anderen noch gar nicht, dass er tot ist? Oder wissen sie einfach nicht, dass ich hier jetzt wohne? Die Schuhe gehören bestimmt uns. Verschiedene Schlüssel. Autoschlüssel. Alles klar. Und das Badezimmer. Licht. Licht. Ist das ein Lichtschalter? Das ist doch kein Lichtschalter. Das ist eine Klospülung. Wie alt sind wir? Um Gottes Willen. Und wir haben Zs auf unserem Shirt. Das heißt, wir sind Zorro. Oder ziemlich daneben. Schönes Badezimmer. Ich habe keine Ahnung, wie alt wir sind. Von der Stimme her würde ich sagen über 20, aber vom Aussehen her würde ich sagen 12. Florenz? Eine Jukebox, wie cool. Ich hätte so gerne eine Jukebox. Das kommt jetzt unerwartet. Das reicht. Ein alter Schreibtisch. Was ist das? Kunst. Ob die Zahlen noch wichtig sein werden, keine Ahnung. Noch mehr Briefe an unseren Onkel. Eine alte Uhr. Und ein... Was ist, keine Ahnung. Alles klar, ich mache das wieder zu. Ah, da geht's zurück. Ich mache hier auch mal das Licht aus. Und die Tür zu. Die Küche. God, it's cold in here. Ja, dann zahl die Rechnung, dann kannst du auch heizen. Orangen. Wie viel Pizza frisst der Typ eigentlich? Ungefähr so viel wie ich. Okay, Topfdeckel. Immerhin hat er abgespült, zumindest ein Teil. Um Gottes Willen, nimm das Messer. Nimm es. Oder das, ich brauche eine Waffe. Obst als Bild. Damn, I'm starving. Bier? Was ist das, irgendein... Ach, Marmelade, okay. Schokoriegel. Energy Drinks und noch mehr chinesisches Essen. Das ist ein Single-Haushalt, ganz sicher. Und das ist das einzig Gesunde in dem Haus. Okay. Eine Waschmaschine, alles klar. Wenigstens hat er Gewürze, ganz wichtig. Wir machen das Licht aus. Oh, lights, Howard. Turn them off. The electricity bill was huge last time. Mache ich ja schon die ganze Zeit. Ich bin voll vorbildlich. Bronze für Edward Phillips. Gold für Edward Phillips. Und Silber auch, oder? Ja, Silber. Im Schreiben. Das war wahrscheinlich ein Wettbewerb, wo er der einzige Teilnehmer war. Deswegen hat er auch alle drei Plätze gewonnen. Es ist dunkel. Ich sollte hier oben das Licht anmachen. So. Noch ein Badezimmer. So ein Riesenhaus für so einen Typen. Das bin ich. Ich bin nicht hübsch und kann vielleicht nicht viel. Aber, ich muss hier weg. Gummienten. Alles klar. Gott, unser Schatten ist ja voll unheimlich. Ja. Ist das? Ach, ein Elefant in der Badewanne. Wie inspirierend. Raus hier. Ich muss hier weg. Spiders. Was? Spinnen wo? Hallo? Ich mach mal das Licht an. Nicht schrecken. Okay, das ist eine Abstellkammer. Ist das ein Trockner?
Irgendwie voll nervig, wenn man unten in der Küche die Wäsche wäscht und dann hier oben zum Trocknen hochnehmen muss. Wäh, da ist ein Staubsauger, saug sie alle weg! Ich möchte hier nicht sein. Nie wieder. Zumauern! Was ist das? Ein Thermostat. Nein, doch kein Thermostat. Wirklich? Gibt's sowas tatsächlich, dass man mit einem Schalter in den Dachboden kommt? Keine Ahnung. God, it still smells of you in here. It's like you're here with me. Das ist bestimmt das Büro von unserem Onkel. Was ist das? Ach, ein Teppich. Das sieht aus wie ein Badezimmerteppich. Wahrscheinlich seine alte Lesebrille. Nur Bücher hier, die er selbst geschrieben hat. Verdammter Egozentriker. Seltsame Bilder. Irgendwo in der Wüste. Und ein Rechner. Können wir den einschalten? Nee. Eine alte Standuhr. Okay, das reicht hier. Das heißt, der renoviert gerade diesen Raum. Das ist doch ein Foto, kein Bild. Junge, das ist Oldschool Photoshop, was du hier machst. Raus hier. Ist das unser Schlafzimmer? I still see you sat here writing. Still hear the tap of the keys as you worked. Nee, das war das Schlafzimmer unseres Onkels. Das Bild hängt schief. Ach, das können wir wirklich gerade drehen, okay. Was ist das? Ist das ein Tunnel? Anscheinend. Uah. Die alte Schreibmaschine von ihm. Und ein Globus. Und ich kenne diese Art von Globus. Das ist in Wirklichkeit eine Whiskybar. Guter Mann. Death Note. Noch ein Badezimmer. Also drei Badezimmer in so einem Haus ist auch übertrieben, finde ich. Aber natürlich praktisch. Und überall diese dämlichen Lichtschalter. Können wir hier schlafen? Nee. Aus hier. Ist das unser Zimmer? Man, I'm so tired. Face it, Harold, you're tired all the time. Ja, dem geht's wie mir. Okay, wir haben ein ziemliches Klischeezimmer. Eine Dartscheibe. Oh Gott, ich bin so froh, dass das Spiel Dreams heißt und nicht Darts. Der schlechteste Dartspieler der Welt. Gravity Animals? Sind die putzig. Moin. Was zum Teufel ist das für eine Oldschool-Konsole? Das sieht so ein bisschen wie ein Super Nintendo aus. Da war doch grad. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Konsole benutzen. Dann ebenso. Was zum? Wo sind wir? Was ist das für ein Ort? Ja klar, wir sind in Minecraft! Ich gehe mal frech nach hinten entlang. Können wir da runter? Anscheinend, okay. Wir rennen in unseren normalen Klamotten herum, merke ich gerade. Die wir auch im wachen Zustand getragen haben. Okay, ich glaube, wir müssen einfach diesem Weg hier folgen. Guardian.
Adrian Quandary, okay. Hier ist anscheinend nichts. Und da auch nicht. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen da rein. Das ist ein Portal. Und los geht's. Und wir schlafen wieder im Traum. Ist das eine Wüste? Moment, wir haben ja Fotos von einer Wüste gesehen. Ah, ich habe jetzt gerade eine Vermutung. Unser Onkel hat ja Fantasy-Bücher geschrieben. Was, wenn er auch diese Träume so erlebt hat wie wir und die einfach niedergeschrieben hat? Was ist, wenn das in der Familie liegt? Ja, ganz bestimmt. Ich schaue mich zuerst mal hier um. Sieht schon cool aus. Also optisch gefällt mir das Ganze schon sehr, sehr gut. Was ist das? Ha! All those TVs remind me of the media storage room at university. Was ist das? Keine Ahnung. Ash, Lippepep, Lickepep, Win, Jicke, Lis, Smil, Ur, Zre. Kann ich das benutzen? Nee. Das ist kein Traum, das ist ein Schrottplatz hier. Was zum Teufel geht hier vor? Was ist das? Oh, look, it's Robot. I used to love that game when I was a kid. What's he doing in this junkyard? Nimm ihn mit. Er könnte dich auf deinen Reisen in den Träumen begleiten. Ein Helfer? Nein, mehr ein Freund. Ich möchte jetzt doch mal in diese Höhle rein, die da so ominös aufgeht, wenn wir uns nähern. Denn die Gesetze der Physik scheinen hier nicht zu funktionieren. Zumindest nicht so, wie wir es kennen. Soll ich wirklich? Oh, it's hot in here. Reminds me of my uncle's greenhouse. I used to sit in there and read Lord of the Flies. I felt like I was on that island. Okay, wir sind in einer Sauna hier. Ja. Das ist eine gute Möglichkeit, um sich etwas auszuruhen, liebe Freunde. Ich verbringe jetzt den restlichen Tag hier drinnen. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von Dream. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut!